Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder mal bei mir, bei eurer Crazy Owl. Ja, ich bedanke mich gleich mal im Vorfeld für die vielen lieben Kommentare, Likes, Abos, Wertschätzungen, die mich auf unterschiedlichsten Wegen erreichen. Von Herzen, ich fühle mich geehrt und danke euch. So, heute gibt's eine Legung und zwar legen wir heute den Weg. Das ist eine Legung, die immer hilfreich dann ist für alle Menschen, die gerade vor einer Entscheidung stehen und nicht wissen, wie und was und wo. Und deswegen schauen wir heute mal, welche Energien uns die Karten hier präsentieren. Wir haben das Mystical Tarot von Los Garabeo am Start und Erat Aliquando von Yonanda Latura. Und natürlich habe ich auch die Faol-Runen dabei und wir schauen dann, was die Runen noch zu ergänzen haben. Gut, es ist wie immer eine allgemeine Legung, meine Lieben. Das heißt, die Legung ist zeitlos. Du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Also bitte schau die Legung in deiner eigenen Verantwortung. Und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es auch nicht zu deiner, sondern dann ist vielleicht die nächste Legung wieder für dich bestimmt und diese hier eben halt nicht. Sollte die Dame auftauchen im Erat Aliquando, seid immer ihr als Zuschauer die Dame. Wenn der Herr auftaucht, deute ich das immer als das Gegenüber oder als eine männliche Energie. Entschuldigung, Frosch im Hals. Genau, und ja, Rollen können vertauscht sein, auch da, oder wenn es bei euch gleichgeschlechtlich oder wie auch immer ist, dreht es euch so, wie es für euch stimmig ist. Und wie gesagt, wenn es nicht passt, dann ist es halt diesmal nicht eure Legung. Ich hoffe aber, dass natürlich viele von euch hier hilfreiche Impulse für sich mitnehmen. Und jetzt legen wir los. Wilma ist am Start, Frieda hütet die Runen. Und dann schauen wir, was die Karten heute mitzuteilen haben. So, wir beginnen mit dem Tarot und schauen mal, was die derzeitige Situation ist. Worum geht's? Was ist die derzeitige Situation, in der eine Entscheidung getroffen werden muss oder darf? Wow! Okay, ich mische die Karten nochmal. Und schau, dass ein oder zwei springen, weil das sind sonst, Dankeschön, einfach zu viele. Schauen wir mal. Okay. Aha, es scheint, es kann gut sein, dass es wieder mal um die Liebe geht. Die derzeitige Situation, es geht mit den Liebenden um die Liebe. Und mit den sechs Kelchen ist die Nostalgiekarte gefallen. Das heißt, hier geht es vielleicht um nostalgische Liebe. Vielleicht stehen einige von euch in der Situation, dass jemand aus der Vergangenheit wieder auftaucht oder demnächst auftauchen wird. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr eine längere Liebesverbindung beendet habt, viel über das Thema Liebe reflektiert oder nachgedacht habt. Was bedeutet Liebe für euch? Welche Formen der Liebe sind für euch vorstellbar, lebbar, denkbar? Welche Facetten der Liebe gibt es? Also ja, Liebe ist einfach ein ja so umfassendes Thema, das so tief und facettenreich ist, ja, dass das einen eben auch lebenslang begleitet und man daran wachsen und heilen darf. Ja, also wie gesagt, es kann sein, dass ihr eben gerade in der Verbindung seid, die vielleicht neu am Entstehen ist und es kommen jetzt so nostalgische Gefühle hoch. Mensch, das habe ich schon in einer anderen Beziehung gehabt, das will ich nicht mehr so oder ja, oder das ist jetzt die perfekte Wunscherfüllung. Also das ist so, ihr seid da vielleicht auch einfach ein gebranntes Kind, das hier sehr genau beleuchtet, welche Erinnerungen oder Erfahrungen ihr aus der Vergangenheit mitbringt, die eure Art zu lieben beeinflussen. Jetzt habe ich es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. So, ich brauche einen Schluck Tee. Und dann schauen wir mal,
was Erat Aliquando noch zu dieser Position zu ergänzen hat und welche Rune diese Position begleitet. Was gibt's denn von Erat Aliquando noch für ergänzende Informationen zu der derzeitigen Situation? 1 bis 3 Karten. Schau mal, da kommt die Nachtigall, das Abendlied der wahren Liebe. Ich glaube, wirklich viele von euch befassen sich wirklich mit dem Thema, was heißt Liebe wirklich? Welche Facetten der Liebe gibt es? Gibt es überhaupt vielleicht diese rosa verklärte und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende Geschichte? Also, ja. Schauen wir mal, was noch dazu kommen möchte. Und die uralte Eibe. Mhm. Okay, schaut mal. Und hier unten die verdeckte Energie. Alte Pfade, neue Wege. Okay, also ich glaube, das hier ist schon fast eine spirituelle Ausrichtung von der Legung. Es geht hier wirklich um die Facetten der Liebe. Welche Erfahrungen habt ihr in eurem Leben über die Liebe gesammelt? Was war erfüllend? Was war schmerzhaft? Was hat euch an schmerzhaften Erfahrungen vielleicht auch wachsen lassen? Vielleicht geht es auch darum, dass ihr in euch eine Liebesfähigkeit entdeckt, die ihr bisher noch gar nicht so erkannt habt. Denn wir haben hier das Abendlied der wahren Liebe. Und wir haben die uralte Eibe. Und Eiben haben die Eigenschaft, dass sie, dass alte Eiben im Innenraum hohl sind. Und es gibt zum Beispiel den Eibenwald im Paterzell, kann ich nur mal empfehlen, da hinzufahren und sich diese Energie dieses Eibenwaldes mal wirklich da mit einem offenen Herzen und einem freien Geist mal da reinzugehen. Das ist eine ganz, ganz intensive Energie. Und Eiben fungieren auch als Portale. Und ihr scheint hier wirklich an der Portaldurchschreitung zu sein, was das Thema Liebe angeht. Und da seid ihr, also für wen diese Legung jetzt hier resoniert, geht es vielleicht auch darum, dass ihr wirklich neue Pfade beschreitet, was Liebe denn eigentlich heißt. Es gibt ja ganz viele, die vielleicht in so einer Seelenverbindung stecken, wo man immer wieder meint, ja, das nur dann, wenn man das gemeinsam lebt, ist es auch die erfüllte, wahre Seelenverbindung. Nein, ich kann jemanden auch lieben, ohne dass er aktiv in meinem Leben teilhat. Und das können alles Aspekte dieser ersten 4 Karten, die wir hier liegen haben, als derzeitige Situation. Ja, also es geht um die Aspekte, Facetten der Liebe. Welche Rune liegt denn auf der derzeitigen Situation? Da habe ich 2. Wow. So, wir haben die Sovelu. Also, die Sovelu sagt mir ganz klar, dass ihr erkennt, dass die Liebe die stärkste Kraft im Universum ist, wie die Sonne. Die Sonne, auch wenn sie jeden Abend untergeht, sie geht jeden Morgen wieder auf. Und die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Und wir haben die Manas. Aus Begegnung wird Bindung. Und das heißt schon, dass für euch die derzeitige Energie ist, ja, die Liebe, ihr anerkennt vielleicht auch die Kraft der Liebe, die Stärke der Liebe, die einfach, ja, die Liebe vermag alles. Wir erfahren nicht Schmerz durch die Liebe, sondern durch das Verhalten des Menschen. Oder das Verhalten des Menschen, das unsere Glaubenssätze oder unsere noch nicht geheilten Anteile eben triggert. Und da scheint ihr gerade wirklich auf einer spirituellen Reise zu sein, wo ihr sagt, ja, was heißt für mich wirklich wahrhaftige Begegnung? Was heißt für mich wahrhaftige Bindung? Bin ich wirklich bereit, die Wunscherfüllung, ja, wir haben hier die gespiegelte Wunyo, die Wunscherfüllung ist, die Wunscherfüllung eines Gegenübers zu sein und mich auch da ganz hineinzugeben? Also da geht es auch um Hingabe, um
diese ursprüngliche Kraft, ja, auch wenn der andere vielleicht in gewissen Dingen nicht das erfüllt, was mein Ego oder euer Ego eben möchte. Also da kann man jetzt, über diese vier Karten könnte man schon stundenlang philosophieren, weil sie echt tief gehen. Ja, das ist spannend. Schauen wir mal deine bisherige Einstellung zum Thema Liebe, Liebesverbindung. Was war deine bisherige Einstellung? Okay. Oh ja. Mhm. Genau. Wir haben die vier Stäbe und wir haben die fünf Schwerter. Und das ist jetzt die Energie, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Du hast schon, ne, du warst schon auf Wolke 7, du hast schon wirklich erfüllende Begegnungen gehabt. Mit den vier der Stäben ist das ist die Karte des Willkommenseins, also sowohl den anderen willkommen heißen, als auch dem Gegenüber willkommen sein. Und dann kam es irgendwann zu den fünf Schwertern. Und die fünf Schwerter sind die geschlagenen Schlachten, ja, aus denen man vielleicht das ein oder andere Mal auch siegreich hervorging, aber dennoch hat jede Seite Verluste erlitten. Und das ist für euch so dieses, ja, also so, ne, das, man könnte das wie so ein, eine Darstellung des Kurzprozesses sein, ja, man hat so kurze Höhenflüge gehabt, hatte immer wieder die Hoffnung, jetzt ist alles perfekt mit den vier Stäben und wir sind glücklich bis ans Lebensende. Und dann kam hier der Rosenkrieg oder die Streitereien oder Anfeindungen, Betrug, was auch immer. Ja, das ist die bisherige Einstellung zum Thema Liebe. Das ist am Anfang alles schön, aber am Ende tut's einfach weh. Ja, das ist deine bisherige Einstellung. Was sagt dann Erat Aliquando noch zu der bisherigen Einstellung? Ja, die Dame und der Rahmen. Mhm. Genau. Also diese Dame, das seid also jetzt ihr. Und diese Dame ist die Dame, die Innenschau betreibt. Sie ist sehr gut von ihrem Herzen geführt. Dieses Herz kann tief fühlen, kann weit fühlen, aber es kann auch tief und weit vermissen oder leiden. Und ihr habt euch da einen Rahmen geschaffen, in dem sich die Liebe für euch bewegt. Und vielleicht ist es auch gerade so, dass du dir anschaust, was sind denn deine Rahmenbedingungen, damit du dich überhaupt wieder auf die Liebe oder auf eine Verbindung einlassen möchtest. Schauen wir mal, welche Runenkraft begleitet deine bisherige Einstellung. Die Gebu. Ja, also hier geht es wirklich darum, die Gebu ist die Gabe, die Gebu ist das Geschenk. Und die Gebu ist auch immer wieder diese Rune, die einen auffordert, komm in deine Mitte und strahle in alle Richtungen. Und sie spricht eben auch vom Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Das, ja, also das war so dieses, vielleicht war deine bisherige Einstellung auch so, und das soll ich jetzt gerade sagen, es trifft vielleicht nicht auf viele zu, aber für irgendjemand muss ich das sagen, dass du immer das Gefühl hattest, mehr zu geben und zu wenig zu erhalten. Und der Aspekt, der dabei eine Rolle spielt, ist, wenn du etwas gibst, gib es aus bedingungsloser Liebe und ohne zu erwarten. Wenn du erwartest, kannst du nur enttäuscht werden. Die Dinge, die wirklich aus deinem Herzen kommen, die du aus deinem Herzen tust, werden dich immer erfüllen. Egal, ob sie beim Gegenüber oder bei deinem Umfeld auf Resonanz treffen oder nicht, weil sie aus deiner Liebe entspringen. Und das ist vielleicht
für den einen oder anderen oder für eine Person von euch eine wichtige Botschaft, dass ihr überprüft, welche Dinge tut ihr aus welcher Energie heraus. Also steckt da eine Erwartung dahinter, um einen Mangel zu füllen, oder tut ihr es wirklich bedingungslos, ohne etwas zu erwarten? Interessant. Deine unbewussten Beweggründe. Was sind denn deine unbewussten Beweggründe? Der Ritter der Stäbe. Deine unbewussten Beweggründe ist eine Sehnsucht nach Leidenschaft. Der Ritter der Stäbe ist derjenige, der wirklich Hals über Kopf für etwas entflammen kann und losprescht. Die Gefahr natürlich ist dabei, dass man sich auch die Finger verbrennt. Deine unbewussten Beweggründe sind also oftmals vielleicht auch von einer starken Leidenschaft geprägt. Was sagt denn Erat Aliquando dazu? Hinter der Rosenhecke. Oh, und die Schmiede, ja. Also mit dem Ritter der Stäbe, ne? Das ist ja schon so ein Hotti-Hotti-Hitzkopf auch manchmal, aber der ist Hotti-Hotti. Und wir haben die Schmiede und hinter der Rosenhecke. Deine unbewussten Beweggründe ist vielleicht auch das Thema, dass es in dir eine Leidenschaft gibt, die du bisher nicht wirklich ausgelebt hast, sondern du hast die hinter der Rosenhecke nur ab und zu mal so ein bisschen durchblitzeln lassen, aber vielleicht nicht wirklich gezeigt. Und dann bin ich wieder bei dem Thema, was wir hier schon hatten, mit dieser absoluten Hingabe. Also unbewusst sehnst du dich nach dieser Leidenschaft, vielleicht auch nach diesem, sag ich mal, erotischen Höhenflug, ja. Du hast da auch schon ein Eisen im Feuer und das glüht hier schon, aber du hältst es noch verdeckt. Du lässt es nicht, vielleicht gestehst du es dir auch nicht wirklich ein, dass das so ist und du da gerade stehst, wo du stehst. Okay. Welche Rune? Wir brauchen noch eine Rune. Welche Rune spielt da eine Rolle? Die? Ja, Parthro, guck mal. Das ist wieder mal der Schicksalsruf. Vielleicht ist es dein Schicksal, diese leidenschaftliche Seite an dir erstmal für dich selbst kennenzulernen und dich dem zu stellen. Die Parthro ist auch immer der Kessel und es steht auch für die Geburt, also für das Becken. Du kannst hier neu geboren werden und vielleicht will diese Leidenschaft in deinem Leben ja wirklich erstmal geboren werden. Also, weil du beschäftigst dich mit dem Abendlied der wahren Liebe. Du hast die uralte Eibe hier, wo es um ein Portal geht. Du hast die Liebenden hier und die sechs Kelche. Es geht wirklich um Liebe und Nähe und wahre Intimität. Und das ist vielleicht das Schicksal, dem du dich hier stellen darfst. Und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Glaubenssatz oder vermeintlichen Tabu bezüglich Intimität nochmal in medias res gehen darfst. Wie zeigst du dich denn im Außen? Dein Auftreten nach außen. Vier Kelche. Das ist eher so eine Frustrationsenergie, so eine Energie der Zurückweisung oder der Energie, so boah, die Kelche, die mir gereicht werden, die sind mir alle nicht gut genug. Also ich nehme hier so eine frustriert wählerische Energie wahr. Also du bist da vielleicht auch aus diesen Glaubenssätzen, es war immer erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt.
bist du jetzt einfach extrem wählerisch, ob du überhaupt noch jemanden an dich heranlässt. Schau mal, und hier haben wir das, genau diesen Widerstreit in dir. Wir haben den Mangel und wir haben den Überfluss. Also es mangelt dir vielleicht an passenden Gegenübern, aber Gegenüber wären genügend da. Oder es mangelt dir an Vertrauen, obwohl die Schöpfung dir schon ständig tolle Menschen in dein Leben schickt, wo du das Abendlied der wahren Liebe erleben kannst. Und es mangelt dir vielleicht einfach an dem Vertrauen, dich nochmal darauf einzulassen. Spannend, spannend, spannend. Welche Rune begleitet denn diese Position? Da habe ich sie. Guck mal, die Ansus. Ist die Odinsrune. Gott sitzt am Ruder. Ja, die Ansus ist der Pfeil im Flug. Also hier ist auf jeden Fall Kommunikation im Feld. Ganz viel. Vielleicht wird hier auch geschakert, aber es ist dir mit den vier Kelchen alles nie gut genug. Oder, keine Ahnung, der ist dir zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, unerfolgreich, was weiß ich. Aber ja, im Endeffekt könnte man fast sagen, Amors Pfeile fliegen dir um die Ohren, aber du hast ein Schutzschild und hältst es so vor dich hin. So, oh nee, mach mal nicht, warte mal, Moment. So kommt mir das gerade an. Also es mangelt nicht an Optionen, sondern es mangelt, vielleicht bist du wirklich ein Stück weit zu wählerisch und urteilst vielleicht auch vorschnell, sodass der andere gar nicht die Möglichkeit hat, vielleicht sein wahres Gesicht zu zeigen. Okay, gut. Was ist denn ein möglicher Lösungsvorschlag? Also ein Tipp der Karten an dich, damit du dieses Thema der Liebe weiter transformieren kannst. Was ist der Tipp der Karten an dich? Okay, das ging schnell. Okay, ja. Schau mal, wir haben die 10 Münzen. Also die 10 Münzen ist die Schnitzelkarte. Und wir haben den Page der Münzen. Das ist jetzt eine interessante Energie. Die 10 Münzen ist ja wirklich die Schnitzelkarte. Da ist die emotionale, spirituelle, finanzielle Basis. Ist alles erfüllend da. 10 Münzen. Das ist Jackpot. Ja, und wir haben den Bube der Münzen. Und der Bube der Münzen, das ist auch so ein bisschen, also, der arbeitet beständig. Das ist eine Erdenergie, ja, die ist eine erdige Energie. Der ist langsam in der Bewegung, der arbeitet langsam und beständig. Und das ist auch so ein Stück weit, dieses als Tipp vom Universum, vielleicht auch dieses, man kann sich auch zu Tode planen oder ne, zu viel Sicherheitsbedürfnis haben oder sich zu sehr in seiner Komfortzone verschanzen. Ja, ich schau mal, was es Erat Aliquando noch dazu sagt, damit ich das noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen kann. Schauen wir mal, was Erat noch dazu zu ergänzen hat. Wow, das waren jetzt aber ein bisschen viele. Wir mischeln da nochmal. Okay. Ja, okay. Also das ist genau die Energie, wie ich mir gedacht habe. Ne? Wir haben hier die Fee. Die Fee ist diese Energie, die hat mit Neid und Missgunst zu tun. Diese Fee wurde verletzt. Die wurde vielleicht wirklich in ihren Herzenstiefen verletzt und sie neidet anderen ihr Glück.
und kann dadurch auch, wenn es jetzt eine Energie von außen wäre, könnte sie so eine Saboteurin werden. Hier geht es mir aber, der Tipp des Universums ist, steh dir nicht selber im Weg. Da liegt die Dame und wir haben die hohe Mauer. Und du weißt es im Grunde auch schon. Also du selbst hältst dich aus diesem himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt Erfahrungen der Vergangenheit hinter einer großen Mauer versteckt, die dich davor vermeintlich schützen soll, nochmal verletzt zu werden. Gleichzeitig blockiert dich diese Mauer aber auch, das Abendlied der wahren Liebe zu hören, zu spüren und zu erleben. Okay, schauen wir mal, welche Runenkraft begleitet. Wie kannst du, wenn du das denn möchtest, welche Runenkraft hilft dir, die hohe Mauer zu überwinden? Welche Runenkraft hilft dir? Die hier? Die Issa. Die Issa ist das Eis, die Issa ist der Rückzug. Das finde ich jetzt witzig, dass die der Tipp des Universums. Und das ist, die Rune muss gedreht werden, pass auf. Die Issa ist das Ich und das Eis und der Rückzug. Die Issa taucht gerne dann auf, wenn zu viele schmerzhafte Gefühle da sind, die ja für das Wasserelement stehen, friert die Issa das ein, ja, dieses Gewässer, damit man in Ruhe die Gefühle betrachten kann, die sich darin zeigen. Das ist wie so eine Momentaufnahme, wie bei einer Polaroid-Kamera, bing, dann schmeißt sie dir das Foto aus, du wartest, bis es sich scharf macht auf dem Bildchen da, ja, und dann kannst du dir in Ruhe betrachten, was denn da gerade los ist. Die Issa ist aber auch die Brücke. Du selbst, diese Brücke ist im Endeffekt diese hohe Mauer und das ist wie die Zugbrücke in der Festung aus 10 Münzen, aus der absoluten Fülle, in der du sitzt, ja, hinter der du dich aber, mir kommt jetzt hier wirklich das Bild der Zugbrücke rein. Und du entscheidest, öffne ich die Zugbrücke oder nicht? Öffnest du die Zugbrücke, dass vielleicht jemand drüber gehen kann oder nicht? Und der Tipp des Universums ist es wirklich, vielleicht mal zu testen, weil du hast ja die Kurbel der Zugbrücke in der Hand, du entscheidest ja. Vielleicht lässt du ja mal die Zugbrücke runter und guckst mal, was da draußen so kommt oder los ist. Interessant, okay. Wichtige Emotionen, die eine Rolle spielen. Wichtige Emotionen, die, ja genau, schau. Die 8 der Schwerter. Du beschränkst dich selbst. Wir hatten hier, dass du unbewusst eigentlich eine Riesenleidenschaft in dir trägst, dass du dich, dass eigentlich so ein tiefes Sehnen nach absoluter Hingabe, auch Nähe, Intimität und Erfüllung da ist, aber du guckst nicht hin. Die 8 Schwerter ist die Karte der Selbstbeschränkung. Und das ist das Gefühl, vielleicht aus dieser Erfahrung heraus, ne, mit diesen verlorenen Schlachten hier oben mit den 5 Schwertern, dass du sagst, nee, bevor ich mir das nochmal antue, bleibe ich lieber allein. Und im Grunde bist du aber sicher, denn hier hinten auf der Karte ist die Festung abgebildet und das steht immer für Sicherheit. Du bist so weit gekommen auf deinem Weg, du hast so tief geliebt, du hast so tief gelitten, du hast so tief gelebt, dass es doch schade wäre, sich jetzt selbst zu fesseln und zu beschränken, aus Angst davor, ein berührtes Leben zu führen, voller Hingabe. Okay, was sagt denn Erat Aliquando dazu? Dankeschön. Ja, genau. ja, wir haben mit der Kutsche, diese Karte sagt auch immer Eile mit Weile und du sagst ne. Und wir haben den Baum der Welten. Am Baum der Welten treffen sich die Seelen. Am Baum der Welten, Yggdrasil, verbinden sich die neuen Welten. Hier können auch Welten verbunden werden von Menschen,
Wir sehen hier zweimal die Algis abgebildet, ja, die sich hier in diesem Baum begegnen. Und du sagst hier im Moment noch nein. Ha. Welche Runenkraft begleitet denn die Emotionen? Die Begegnung. Schau mal. Im Grunde hast du Angst vor der wahren Begegnung. Wir haben den Baum der Welten hier liegen. Mit der Kutsche. Ja, zur rechten Zeit wird diese Begegnung stattfinden. Also prüfe, ob du dann wirklich Nein sagen willst oder ob es an der Zeit ist, das Abendlied der wahren Liebe wirklich zu hören. Welche Veränderungen sind denn nötig? Welche Veränderungen sind nötig? Da hat sich was umgedreht. Ist noch was? Nein? So, fragen wir gleich Erat Aliquando noch. Wir haben die 3 der Münzen. Die 3 ist immer die gute Chance. Die 3 der Münzen ist die Karte der Teamwork. Das Teamwork. So. Was sagt Erat Aliquando noch dazu? Dankeschön. Okay. Wir haben die 3 der Münzen. Ich zeig's euch gleich. Es ist der Hammer. Wir haben die 3 der Münzen. Das ist die Karte der Teamwork. Das für manche deutet diese Karte auch eine Hochzeit an, eine wirkliche Begegnung. Und wir haben, welche Veränderungen sind nötig? Wolkenkuckucksheim. Schaffe Ordnung in deinen Illusionen. Das Wolkenkuckucksheim ist auch immer so ein bisschen das Thema von der Illusion zur Vision zu kommen. Ja, also nicht nur weil du schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit hattest. Das hatte ja mit anderen Menschen zu tun. Das ist aber nicht die Liebe. Und wahre Begegnung ist das Abendlied der wahren Liebe. Hast du vielleicht bisher noch gar nicht wirklich hören können, weil es gab ja negative Erfahrungen. Also, welche Veränderungen sind nötig? Das heißt, bei Teamwork müssen beide einen Schritt aufeinander zugehen. Auch du. Also schaffe Ordnung, was deine Visionen, Illusionen, deine Annahmen über die Liebe angeht, und da bist du ja auf dem Weg. Und dann sag bitte Ja zur Liebe. Ja sagen. Positive Ausrichtung, nicht auf das, was ist mir, ist schon alles schief gegangen, was hat nicht passiert. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, und wenn du dich positiv ausrichtest, kann hier auch die Schöpfung dir dann das Passende liefern. Ja? Welche Rune begleitet denn die nötigen Veränderungen? Was hilft dir, Klarheit in Liebesdingen zu erlangen? Die Raido. Komm in Bewegung. Die Raido ist der Reiter, ist das Rad, ist das Regelmäßige. Das ist, das ist die Veränderung. Bring endlich eine Veränderung rein. Komm in Bewegung. Höre auf deinen Rhythmus, auf dein Herz, ja, das ist der Rhythmus, der Takt, und finde deinen Takt wieder. Und wenn sich Menschen begegnen, wirklich nah begegnen, ist die Liebe manchmal wie ein Tanz. Und wenn der Herr den Raum hält und die Führung gibt, kann die Dame sich hingeben und mitfließen. Komm in Bewegung, und ich wünsche euch allen, die ihr diese Legung hier seht, ich wünsche euch das Abendlied der wahren Liebe in eurem Leben. Ich danke euch für eure Likes, Abos, Kommentare. Fühlt euch gedrückt und umarmelt. Das war's von mir, eure Crazy Owl. Bis zum nächsten Mal. Ciao!